Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Anne und ich dachte, ich filme mal ein Food Diary. Das nehme ich jetzt kleiner Disclaimer vorne weg. Ich filme jetzt nicht jedes Stück Schokolade, was ich esse, weil ich das auch schwierig finde, wenn man dann so genau sieht, wie viel ich esse, weil das halt nicht eins zu eins als Referenz irgendwie dienen soll. Ich möchte euch halt einfach nur Gerichte zeigen, die ich halt esse, wie ich mich so ungefähr ernähre, um euch halt auch zu zeigen, dass eine ausgewogene Ernährung auch wichtig sein kann. Und gleichzeitig filme ich das Video auch, um mich ein bisschen accountable zu halten, damit ich während der Klausurenphase nicht nur McDonald's und Döner esse. Und mein Abendbrot. Es gibt einfach Salat. Ich mag das ganz gerne, um halt noch ein bisschen Gemüse zu essen quasi. Und auch um so meine Gemüsereste aufzubrauchen. Und ein Brötchen, die eine Hälfte mit Lachs und die andere mit Salami. Und dazu gucke ich wahrscheinlich gleich irgendwas auf Netflix. Guten Morgen, ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht. Einmal einen Kaffee und das hier ist Porridge mit Banane, Erdbeere und ein bisschen Mandelmus drüber. Guten Morgen, ich nutze heute mal unseren Balkon aus. Ich war eben gerade schon bei Statistik und jetzt gibt es einmal ein Brot mit Salami und eins mit Avocado, Spiegelei und Schinken und das da oben drauf ist Ketchup. Falls ihr das noch nie probiert habt, Ei mit Ketchup schmeckt richtig gut. Und dazu habe ich mir hier so einen Eistee Johannisbeere-Zitrone gemacht. Und jetzt werde ich gleich noch ein bisschen Statistik machen, aber erstmal esse ich hier ganz in Ruhe. Jetzt sind wir schon beim Abendbrot. Ich habe hier Tomate-Mozzarella gemacht. Zwei Scheiben Salami noch drin, die hatte ich irgendwie noch übrig. Und dachte, ich esse die jetzt einfach mal so dazu. Und ja, dazu mache ich Statistik. Und ich habe mir einen Tee gekocht. Der zieht jetzt noch ein bisschen durch. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen reinhauen hier. Ich habe vergessen, mein Frühstück zu filmen. Und ich hatte so ein geiles Frühstück heute. Ich hatte nämlich Porridge mit Banane und Erdbeere. Und es sah so geil aus und hat so gut geschmeckt. Aber ich habe leider komplett vergessen, das zu filmen. Und dazu hatte ich halt ein Latte Macchiato quasi. Also einfach ganz normal Kaffee. Und jetzt setze ich mich nach draußen und lerne da noch ein bisschen. Freue mich schon. Jetzt habe ich schon angefangen zu essen. Aber mein Frühstück sind heute zwei Scheiben Toast, Salami und Rührei. Guten Appetit. Hello Friends. Gerade in dem Moment, wo ich anfange zu filmen, wird die Waschmaschine mega laut. Das war jetzt natürlich klar. Aber ich habe ja meine AirPods drin, das heißt, sind sowieso lauter als die Waschmaschine. Und ich dachte mir, ich filme jetzt mal dieses Food Diary zu Ende, was ich irgendwann mal angefangen habe. Und ich will halt so ein bisschen realistischeres Food Diary machen. Halt auch zeigen, dass ich mal was Ungesundes esse, aber die meiste Zeit schon ein bisschen Wert darauf lege, mich einigermaßen so zu ernähren. Und ich war gestern einkaufen und habe mir Schinken gekauft, weil ich irgendwie richtig Lust auf diesen Schinken hatte. Dann habe ich hier auch noch Eier. Und wir machen jetzt Rührei mit Hinten. Also wir haben hier unser richtig leckeres Frühstück und zwar gibt es Rührei mit Pilzen, dreimal Toast, wie man sieht, einmal mit Hummus und Gurke und dann noch einmal mit Schinken. Nice. Und das lasse ich mir jetzt schmecken, während ich ein Video bearbeite. Wir sind zurück in der Küche, denn ich habe hier noch diese zwei angebräunten, ganz leicht, Bananen. Und aus denen möchte ich jetzt nämlich Bananenbrot backen. Ich habe nämlich gegoogelt Bananenbrot mit zwei Bananen und habe hier, glaube ich, ein ganz gutes Rezept gefunden. Und da ich eigentlich immer ganz großer Fan von so Resteverwertung und so bin, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben hier in der Wohnung nur ein bisschen provisorische Sachen. Also zum Backen sind das hier nicht Idealvoraussetzungen. Also wir haben zum Beispiel keine Küchenwaage. Um mal ein Beispiel zu nennen. Und unser Mixer fällt so halb auseinander, aber der ist von meinem Opa noch und der ist schon sehr alt. Ja, egal. Ich lege jetzt hier erstmal meine ganzen Zutaten zurecht und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Okay, also wir haben hier Zuckerwürfel in Wasser. Man sieht das nicht so wirklich. Maybe now. Weil wir immer noch keinen Zucker haben. Ich muss echt mal Zucker kaufen.
Aber irgendwie denke ich da mal nicht dran. Und so viel benutzen wir halt auch nicht. Also halt höchstens, wenn wir mal backen, was so einmal im Quartal vorkommt vielleicht. Aber es funktioniert ganz gut. Das ist jetzt irgendwie so Zuckerwasser. Ist ja egal, nur letztes Mal habe ich die halt einfach so da in den Teig reingeschmissen und das hat gar nicht funktioniert. Also die, meine Cookies, die ich da gebacken habe, die sind nicht so gut geworden. Ich bin gerade am überlegen, ob ich da vielleicht noch Apfel mit reinmache. Ich weiß nicht, ob das so, I don't know. Ich weiß irgendwie nicht, ob das so gut zusammenpasst, aber ich habe halt noch voll viele Äpfel, weil ich letztens irgendwie so einen Moment von, oh mein Gott, ich möchte unbedingt Apfel essen hatte und dann aber nie Äpfel gegessen habe. Und jetzt stehen die hier halt noch alle und man muss die irgendwie mal benutzen, deswegen mache ich das dann. Und wir haben kein Zimt, das finde ich auch schlecht. Ich muss mir aufschreiben, wir müssen Zimt besorgen. Da ist jetzt schon diese Zuckerwassermischung drin. Und ich vermatsch das hier jetzt einfach mal so ein bisschen. Aber es ist schwierig, das zu filmen, weil ich mit der einen Hand matsch und mit der anderen quetsche. Ich habe jetzt noch diese Dinger hier gefunden. Das ist so ein letzter Rest Schokodrops. Die schmeiße ich da jetzt einfach noch mit rein. Dann sind sie nämlich leer. Ich glaube, den Apfel lasse ich vielleicht doch weg. Oder ich mache so ein bisschen Apfel. Ich mache vielleicht so einen halben. Sieht ganz lecker aus, oder? Und jetzt 45 bis 50 Minuten, glaube ich, im Ofen. Okay, also das ist jetzt mein fertiges Bananenbrot. Es ist vielleicht nicht das Allerschönste, es ist ein bisschen zusammengefallen und ein bisschen klatschig. Ich glaube, vielleicht waren die Äpfel nicht die allerbeste Idee, aber es schmeckt echt lecker. Also ich habe noch ein bisschen Nussmus drauf gemacht und kann man echt gut essen. Damit man einmal die healthy Ernährung hier sieht.